herzlich willkommen zurück zu Let's Play Extatica. Ich bin euer Chojin, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns im Schloss des Zauberers. Der hat uns reingelassen, weil wir einer Göttin am See ein Schwert geopfert haben, was wir von einem anderen Ritter bekommen haben. Und der sagte uns, wir brauchen immer noch... Wir haben oben ein Buch gefunden für ein neues Rezept, was wir aber auch schon von den Steinkreisen erfahren haben, dass wir ein Zauberbuch brauchen. Was ich wohl... No one passes beyond here. Ja, und wir haben auch keine Waffe, das ist auch schlecht. Können wir an dir vorbeischleichen? Er schaut in meine Richtung. Schauen wir mal, aber... Hurra! Super, das hat sich doch mal gelohnt. Kann ich dich jetzt wie den Bären von hinten zerhauen? Ja, erstmal treffen. Also eine Riesenkeule werde ich wohl kaum nehmen können. Okay, das war's dann wohl. Wenn ich jetzt vor dich gehe, greifst du mich an? Nö. Können wir hier irgendwas nehmen? Okay, wenn da nichts ist, dann sei es drum. Hier haben wir auch nichts mehr, wie es aussieht. Das sieht nach Gegnern aus und wir haben keine Waffe. Ich glaube, wir rennen mal zurück und holen uns unser Schwert oder die Mace. Alles andere macht jetzt erstmal keinen Sinn. Wer weiß, was hier unten noch gleich kommt. Natürlich blöd, dass die Herrin vom See da uns nicht irgendwie was gegeben hat. Also, das Schwert wieder. Wenigstens sind wir Kreuzritter geworden. Woran auch... Ey! Bist du des Wahnsinns? Geh mir aus dem Weg, du blöder Kobold oder was auch immer du bist. Können wir hier runter? Ja. Da wollen wir nicht hin. Da liegt unser Schwert. Falsche Perspektive. Was ist das da am Boden? Das hier? Nö, ist es nicht. Aber da wir gerade keinen haben, sollten wir mal ausprobieren, ob irgendwas passiert, wenn wir in deiner Sichtweite sind. Erschießt du uns mit deinem Pfeil? Können wir hier irgendwas machen? Nein. Okay. Kratzt sich am Rücken mit dem Pfeil. Hat also wohl keine Bedeutung. Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Ich hatte doch gerade den Blickwinkel dafür gehabt. Kam von hier, oder? Nee, wir kamen wohl von da. Ja, das ist schade, weil wir sahen ja gerade das Schwert. Er hat uns irgendwo von hinten erwischt, der Mistzack, und dann... Da ist es. Das brauchen wir. Dankeschön. Da sollten wir speichern. Und zwar Let's Play 8. Lassen wir irgendwas aus? Vergesse ich irgendwas? Wir brauchen auf jeden Fall... Wir wissen, wie wir an das Relic kommen, aber wir haben das Zauberbuch nicht. Es sei denn, das reicht aus. Aber der hat ja gesagt gehabt, das Zauberbuch ist unten in den Katakomben und sie hat das. Sehr wahrscheinlich ist das andere Buch, was wir da hatten, gar nicht das Zauberbuch, sondern einfach nur so ein Gebetsbuch oder sowas. Rennen wir also nochmal nach oben. Und durch den Turm in die Katakombe. Schwer bewaffnet mit einem Schwert. Ja, keine Ahnung, wo ich die Mace liegen gelassen habe.
Ja, und dem sein Gedächtnis ist auch nicht mehr das Wahrste. Das heißt, er kommt nicht mehr auf die Zaubersprüche. Gut, angekommen. Das sieht mir stark nach Kampf aus. Testo! Ja, dachte ich mir doch. Shit, die schlagen auch noch untersichtlich. Ich brauche erstmal eine andere Position hier. Ausweichen. Oh. Ah, so stark waren die nicht. Und sie hinterlassen auch keine blauen Schwerter oder sowas. Schade. Ich denke mal, das wird so eine Art Kampfarena gewesen sein. So eine Art Kolosseum, wo die unten gekämpft haben und die Leute haben auf den Treppen gesessen. Huch! Eieiei. Komm hoch. Hoch! Hoch! Oh, ich dachte schon, er schafft's nicht. Wir sollten mal wieder speichern. Wir haben den Kampf eigentlich ganz gut überstanden gegen die zwei Viecher. Wir wissen ja, wie oft man hier wieder sterben kann. Ah! Apropos sterben. Na toll. Das war's doch, oder? Ja, okay. Nö. Deswegen viel speichern. Jetzt die Frage, kann ich einfach schleichend da dran vorbei? Kommen hier per Zufall Sachen raus? Muss ich schnell sein? Versuchen erstmal schleichen. Reagiert das auf Geräusche? Oder wir müssen... dürfen nicht mittig von dem Stein. Das kann ich... Ah! Okay, das hat nicht geklappt. Darf ich da vielleicht gar nicht lang? Können wir in die andere Richtung... Hoch! Okay, da müssen wir definitiv dran vorbeirennen. Ah, das hat doch ganz gut geklappt. Bevor ich das zigmal machen muss, Testo 2. Können wir jetzt hier dran vorbei? Ah! Na toll, da ist noch eins. Wie komme ich an dem vorbei? Vielleicht sollten wir schleichen. Komm. Schleifmodus runtergetrippelt. Trippel, 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 trippel. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Okay, den Abschnitt haben wir geschafft. Sehr schön. Was haben wir jetzt hier? Da ist eine Tür. Es geht noch weiter runter. Ha! Was? Bewegt mich keinen Zentimeter. Muss ich da lang? Keine Ahnung, wo wir hier genau lang müssen. So, wäre gut, wenn die nochmal hochgehen, damit ich weiß, wo ich lang treten darf und wo nicht. Also wir sollten wohl mal in den mittleren Raum reingehen. Da scheint ja wohl irgendwie derselbe Raum sein, der auf der anderen Seite auch war. Aha. Was haben wir hier? Hoch! Ja, so viel dazu und wieder tot, oder was? Komm, kletter hoch. Ne, im Arsch. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Ein kleines, kleines, kleines Löchlein nur. Was haben wir hier? But there's nothing here. Da ist nichts da, okay. Huch, doch, da ist was. Ein Gegner, töte ihn. Wieso haust du nicht auf ihn drauf? Stirb. Hau mal so drauf, wenn das andere nicht klappt.
Droppst du was? Wir hätten gerne eine Kettensäge ohne Benzin. Und manchmal verkaufen wir auch Lederjacken. Huch! Können wir die anziehen? Der scheint ja nicht. Ups. Sehr gut. Es sei denn, die ist jetzt wieder so saulangsam. Nein, das ist ein schöner Harnisch. So, dann sind wir wieder an der Fallenstelle, aber wir haben eine schöne Rüstung bekommen. Deswegen speichern wir nochmal. Da können wir irgendwo runterspringen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Nee, geht auch gar nicht. Renn mal kurz. Oh, da geht was auf. Und hier runter, wie wir gerade gesehen haben, geht gar nicht. Macht er nicht an der Stelle. Der will uns hier irgendwo reinlotsen. Aber will ich das überhaupt? Ich sehe nichts mehr, Jungs. Hier führt irgendeine andere Treppe hoch. Aua. Hoch, wo kommst du denn her? Stirb! Ungewürm, Ungetier. Ein kleiner Drache oder sowas. Aber er ist schon tot. Hier haben wir eine weitere Treppe. Aber es gibt Unmengen Wege hier. Ey, wo sind wir denn jetzt gelandet? Der hört sich an wie Doom Squirrel von Heroes Quest. Okay, du willst uns etwas zeigen, wir sollen dir folgen. Von dem uns auch der Zauberer erzählt hat. Der schon lange tot ist und das Schwert geopfert hatte. Okay, wir schreiben uns das mal auf. König besuchen oder was von ihm übrig ist. Und dann sehen wir schon ziemlich brutal hier durch die Scheide, durch den ganzen Oberkörper und dann wieder aufgespießt hier. So wie das Graf van Dracul gemacht hat, ne? Viel nackter Haut. Was haben wir denn hier? Da haben wir ein... Wenn das mal nicht ein Zauberbuch ist. Moment mal, das werden wir aber sehr wahrscheinlich nicht mitnehmen. Aber wir gucken trotzdem mal drauf. Ja, er liest nichts. Ich wette, das ist das Zauberbuch, was wir brauchen. Wir lassen es mal noch hier, weil ich weiß nicht, ob wir nicht irgendwas anderes vorher hier brauchen oder dergleichen. Gehen wir doch nochmal raus. Hier ist eine Treppe. Wir wollen mal gucken, wo das Monster herkam. Das wird ja sehr wahrscheinlich daher gekommen sein, wo das Gitter hochging. Ah, und da ist schon wieder dieser Igor, oder was das da ist. Ach, ich hasse dich. Hätte mir das Genick gebrochen, oder? Ich bin direkt tot. Nee, ich bin nur irgendwo gefangen. Gut. Damit kann ich leben. Komm, gib alles. Auch wenn es viel Trial and Error ist, kommen wir trotzdem recht gut weiter voran. Und die Rätsel lösen sich eigentlich von selber. Hey du! Und jetzt? Ich gehe von alleine zurück, das bin nicht ich. Ich habe den sehr wahrscheinlich doof angemacht oder sowas. Hey du, los! Komm her, du siehst aus wie meine fette Tante oder sowas. Kleiner Boxkampf. Mit runder Ausweichen. Bam, da hast du. Komm mal näher. Und bams, da hast du. Immer schön abwarten. Und nochmal. Deckung hoch, Dummkopf. Handlanger der Hexe, vermute ich. Ich warte immer irgendwie, dass die irgendwelche Gegenstände droppen. Aber dem ist ja gar nicht so.
Aber alles in allem spielt sich ganz gut, weil es alles Nahkampf ist. Wenn jetzt viel Fernkampf wäre, wie bei Alone in the Dark, wäre es natürlich wesentlich schwieriger zu zielen. Dadurch spielt sich der Kampf eigentlich wesentlich besser als bei Alone in the Dark 1. So. Hier scheinen wir wohl nichts machen zu können. Aber das Gute ist, wir haben die zwei Mistkerle endlich getötet. Es sei denn, es gibt ja noch einen dritten, der mit dem Hammer, ne? Gitter, Gitter, überall Gitter. Okay, mehr gab es da auch nicht zu tun, außer dass wir denen auf die Nuss hauen konnten. Gucken wir nochmal hier weiter. Da sind wir noch nicht reingegangen. Wir haben länger nicht gespeichert. Ich habe Angst, wieder jeden Moment sterben zu können. Okay. Das sind irgendwelche zwei nackten Fuzzis. Ah, und sogar die Piepmatze sieht man, okay. Ja, und wir lassen uns auch gerne bedienen von denen hier, mit meinem Harem. Was gibt's hier noch? Falsche Richtung. Aha! Im Bikini, warum sind die nicht komplett nackt? Ah, okay. Hätte ich da hinten... Kann ich da hochrennen? Ich glaube, ich kann da hochrennen. Ja, da geht es irgendwo raus. Aber wir schauen uns erstmal in dem Raum um. Oh Gott, die sind voll am Stöhnen. Hallo? Ja, was soll ich davon halten? Nackte Männer, die hier am Rumwehen sind, leicht bekleidete Frauen, die rumstellen. So ist das dann wohl. Wo ist mein Schwert? Moment mal. Wo ist mein Schwert, Gottverdammt? Das habe ich gar nicht bedacht. Die haben mich K.O. gehauen, gefangen genommen und mein Schwert ist weg. Und wir haben mehrere Treppen, die wir nehmen können. Hier hinten war ja auch noch eine, die noch nicht gegangen sind. Wieso gehst du da nicht durch? Müssen wir genau mittig sein? Das kann sein. Genau, die Treppe sind wir zum Beispiel auch noch nicht hochgegangen. Aber ehrlich gesagt... müssen wir erstmal da hinten schauen. Ja. Schnell noch ein Stück weiter, sonst wirst du aufgespießt. Müsste eigentlich hier irgendwo mein Schwert liegen. Was? Der hat mich hier zerhauen. Ich hab's. Na klar, der hat mich hier voll fertig gemacht. Und jetzt ist meine Klinge trotzdem weg. Ihr seid Schweine. Das ist fies. Jetzt habe ich wieder keine Waffe. Wo habe ich die Mace liegen lassen? So ein Scheiß. Jetzt muss ich echt im Nahkampf weiter. Okay, gehen wir hier nochmal runter. Da geht's weiter runter. Sehr wahrscheinlich muss ich runter. Also gehen wir erstmal... Ja, wir nehmen hier diese Abkürzung. Über die Liege. Macht schön weiter. Dreht euch euren Pimmelmatz ab. Zack. Auf nach oben. Ha! Nein! Okay. Da sterben wir direkt. Spielstand laden. Das ist die Frage, sterben wir wirklich direkt da oder können wir da dran vorbeischleichen? Testen wir es nochmal aus. Am besten halten wir uns ein Stück links. So, Schleichmodus. Ne, wir sind direkt tot. Das geht nicht. Okay. Können wir das wenigstens abhaken? Dann rennen wir mal hier runter. Wo sind wir jetzt? Das wird der König sein. Oh nein, und wir haben keine Waffe. Huch, das Skelett hat sich verwandelt und anscheinend in unser Ebenbild ist das so eine Art Spiegelkampf, wie bei Schatten über Riva zum Beispiel. Wer es nicht kennt, Nordland-Trilogie, Schwarze Auge, 1996, ein super Rollenspiel. So. Ich würde sagen, ich hoffe, ich kann dich töten. Ohne Klinge, echt scheiße.
Hätte ich eine Klinge gehabt, hätte er sehr wahrscheinlich auch eine Klinge, oder? Weil es ja mein Ebenbild war, mein Abbild. Fragen über Fragen. Keine Ahnung, was hier mit dem König ist. Schauen wir uns das nächste Mal an. Bis demnächst, euer Chojin.